Hallo und herzlich willkommen zurück auf ATP TV. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Minecraft Let's Play Staffel 2 Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen. Wir haben ein kleines Problem und unser Problem steht hier im Wasser. Jetzt haben sie mich auch noch gesehen. Das ist natürlich ärgerlich. Die haben mich wirklich gesehen. Shit. Beobachten wir sie von unserem Balkon aus? Nein, machen wir nicht. Wir gehen runter. Wir werden uns ihnen stellen müssen. Und provozieren somit natürlich auch einen Raid. Zack, zack. Zack, ups. Ja. Zack, zack. Vielleicht... Nein. Vielleicht sollte ich doch abhauen. Wenn euch unsere Videos gefallen, lasst doch gerne ein Like, ein Abo und ein... Warum kämpfe ich auch eigentlich mit einer... 9 Angriffsschaden, 7 Angriffsschaden? Oh, das hat aber... Doch. Vom Angriffsschaden ist das ja doch nicht schlecht. So. Und her? Aha. Du hast doch nicht etwa meine Schildkröte. Ja. Gedacht, ne? Der hat meine Schildkröte getötet. Das ist nicht gut. Ein bisschen Ton oder Lehm oder... Ne, Ton. Ist das jetzt Ton oder Lehm? Es ist Ton. Gut. Dann ist es Ton. Hier wird weiter fein unser Stein gebraten für das Haus. Ein Traum. Wir sollten gleich auch dann schlafen gehen. Wenn wir jetzt ins Haus gehen, ins Dorf gehen, und ich habe die Sorge, ja, Sorge ist berechtigt. Gut. War nicht klug. Vielleicht sollten wir auch einmal schlafen vorher. Komm. Bitte. Da sind sie. Voll gut, dass die... voll gut, dass wir die Golems haben, ne? Weil die helfen uns ja. So, die kamen das letzte Mal von hier. Mal gucken, von wo kommen sie denn jetzt? Da sind sie. Sind schon mal zwei von denen. Was? Junge. Wow. Mich holst du nicht. Mal gucken, dass wir gleich noch ganz schnell die Sachen wiederkriegen. Schütt mir in der Zeit etwas zu trinken ein. Kann ja noch einen Moment dauern. Ein Räuber gibt's noch. Gut. Meine Rüstung, meine Waffen. Das tauschen wir mal. Einen verbleibenden Räuber. Aber wo ist der? Ah, da vorne. Er hat sich mit dem... Oh nein. Nein. Okay, ein unheilvolles Banner. Sehr gut. Wir haben halt auch so einfach gar nicht die Ausrüstung für einen Kampf. Da hinten ist noch ein Eisengolem.
Sehr gut. Ich mach das mal zu, ne? Mal hier bei dem großen Haus quasi. Ob man sie sieht, zwei Räuber verbleiben noch. Oh. Die hasse ich ja, ne? Ja, okay. Gut. Da ist er. Da ist er. Der Böse. Der... Der Golem. Oh Gott, ich hab... Der Golem, der, das, da mache ich mir wirklich ja Sorgen drum, ne? Huch. Mal hier die Sachen aufsammeln. Von da oben kommen sie. Okay, gut. Wenn ich mich jetzt hier verstecke, sieht mich bestimmt keiner, ne? Oh, doch. Tun sie wohl. Shit. Wenn ich mich hier verstecke, sieht mich bestimmt keiner, ne? Da sind Hexen dabei. Scheibenkleister. Ah. Shit. Hallo. Nein. Boah, das war knapp. Okay, ich bin absolut nicht... Ich bin jetzt gerade so still, weil ich mich so hart konzentriere, dass ich hier nicht von denen weggesmashed werde. Okay. Eine Hexe erledigt. Okay, die andere Hexe auch erledigt. Mega gut. Mega, mega gut. Ist ja gerade noch mal so gut. Das müsste doch jetzt die letzte Welle sein, oder? Gucken wir hier das mal schön machen hier. Müsste jetzt ja nur noch diese eine letzte Holy Cow Welle sein. Wow. 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 Kann der jetzt hier? Oh Gott, der wird mich so hart. Was sagen? Der wird mich so hart wegbumsen. Hey, hab ich schon nicht mehr. Scheiße. Wir sind denn das von den 5 Stück? Schon wieder vergessen, wie sie heißen. Der kriegt Schaden, das ist gut. Diener dürfen jetzt halt keine neuen beschwören. Da ist schon wieder ein Eisengolem gestorben. Ein verbleibender Räuber ist es noch. Müssen wir mal gucken, wo der ist. War der nicht hier in der Nähe? Die halten sich hier alle in der Nähe auf. Totem of Undying. Da ist er. Er hat tatsächlich den Weg da reingefunden. Scheiße. Nein. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Wow. Es sind kaum noch Dorfbewohner hier, ne? Oh Mann.
Junge. So, das Totem erstmal hier. Du wirst mich doch jetzt hier nicht. Ah. Gut. Sehr gut. Ich dachte, du wirst mich jetzt töten. Okay, also wir haben kaum noch Dorfbewohner hier. Jetzt müssen wir... Das ist natürlich ärgerlich. Gut. Alles nicht ganz so cool. Nicht ganz so gut gelaufen. Vielleicht, wenn man ein... Das ist jetzt nur eine rein theoretische Überlegung. Ne? Baut man einen Schutzwall um das Dorf, dann dürfte ja rein theoretisch den Dorfbewohnern da drin nichts passieren. Oder? Oder sehe ich das falsch? So, erstmal nochmal ein paar Kartoffeln hier ernten. Da ist eine schlechte Kartoffel bei. Nicht so schön. Aber gut. Nee, Brot ist ein Brot. Brot ist gut. So. Dann ist halt die Kartoffel. Der jetzt nicht so viel. Aber gut. Nein. Natürlich. Och Mann, das geht doch gerade alles voll schief. Das will ich doch gar nicht so. Mann. Mann. Mann, Mann, Mann. Ups. Mann, 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 Mann. War doch alles nicht so geplant. Okay. Okay. Aber hey, wir haben einen Sattel bekommen. Zwei Sattel haben wir. Dann jetzt, was machen wir jetzt? Wollen wir mal rüber hier. War das nochmal für ein Holz? Das war hier das Schwarzeichenholz, ne? Sammeln wir jetzt dann hier das Zeug. Das funktioniert gut. Das funktioniert alles sehr gut. Ein Traum. Ich freue mich darüber. Freue mich da wirklich drüber. Was rum ist hier? Das offen. Hatte ich da etwa kein Material mehr? Na sowas. Das Ganze hat mir jetzt 29 Eisen gebracht und dafür habe ich, glaube ich, wie viele Eisengolems verloren. Viel zu viele. Spannend ist auch, dass diese Fackeln in so einen grünlichen Schimmer loswerden. Na gut. Legen wir uns einmal hin. Wieder Einstiegspunkt an der richtigen Stelle gesetzt. So. Schlafen mit dem Totem of Undying ist vielleicht tatsächlich an der Stelle auch gar nicht mal so schlecht die Idee. Wir haben ganz, ganz viele Kupferbarren. Wir haben Truhen. So. Wir haben im Moment einfach noch so ein wirklich völliges Chaos. Ich bin enttäuscht. Legen mal den Goldharnisch an. Den könnten wir nämlich im Nee, den Goldharnisch legen wir wieder ab. Den nehmen wir mit, wenn wir in Nether gehen. So. Gut. Gut. Ah, hier kommt noch anderes Zeug durch. Was? Da habe ich noch ganz viel anderes Zeug drin. Das ist ja spannend. Gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Ist doch Eisenbar. Ja, aber nur vier Stück. Das ist jetzt nicht so viel. Na gut. Packen wir das da rein. Ja. Wir haben, und es ist einfach gerade so wirklich ärgerlich, ne? Wir haben so viele Sachen angefangen hier, nichts fertig bekommen. Hol jetzt erstmal Schwarzeichenholz hier für das Lager.
Ich glaube, das ist wichtig. Warum habe ich jetzt die Truhen da drin? Ah, ja. Ah. Der Blick nach oben hier mit dem Shader, der ist schon ein bisschen unangenehm. Ganz kleines bisschen aber auch nur. Dafür ist es mit dem Shader halt einfach wesentlich geiler, ne? Macht's halt nochmal viel, viel cooler. Ich hoffe so sehr. Ich habe mir jetzt das ist ja jetzt wieder eine Aufnahmesession. Ich habe mir das erste Video der Aufnahmesession noch nicht angeschaut. Und wir müssen ja auch nochmal eine schönere Brücke bauen. Sieht ja alles nicht aus. Aber dafür müssen wir das Zeug auch wegmachen. Ich überlege auch, ob es nicht sinnvoll wäre, so eine Brücke hier eher hinzubauen. Ich weiß ja noch nicht. Und solche Sachen. Wer baut bitte solche Bäume? Oder wer lässt solche Bäume wachsen? Sinnvoll wäre es, glaube ich, aber auch auf jeden Fall, wenn wir Folgendes machen. Das hier mal ein bisschen planieren. Das sieht ja nicht aus. Sieht ja überhaupt nicht aus, finde ich. Nee, ich finde nicht. Ich finde nicht, das sieht einfach nicht aus. Das hier gehört alles planiert. So, wir brauchen für... Ach, shit, das wollte ich nicht. Wir brauchen für den Schwarz... Eichenbaum wieder. 4 Setzlinge. Einen haben wir. Ist natürlich die Gefahr, dass das Ganze nicht runterkommt, weil wir hier so diese... Boah, na gut, dann bauen wir diese blöden Bäume halt ab hier. Ernsthaft, ich finde es nicht gut. Wie dieser Baum gewachsen ist. Und der Baum kann da jetzt auch wahrscheinlich gar nichts führen, ne? Der wird wahrscheinlich den Befehl bekommen haben, wachse so. Aber das kannst du doch nicht bringen, jetzt mal ehrlich. Ah, guck mal da, das sind diese blöden Sachen, die sich hier so drin verstecken, ne? Da oben ist nämlich auch noch einer. Mhm. Das nervt halt auch wirklich hart, ne? Die Baumstämme, die sich da verstecken. Dann hast du einen nicht erwischt, ne? Da zum Beispiel hast du den vergessen. Und dieser ganze Baum baut sich einfach nicht ab. So nervig dann. Habe ich die Sorge, ich habe wahrscheinlich jetzt wieder hier die Hälfte vergessen. Ja, siehste? Da nehme ich's. Das ist sowas, was ich meine. Und dann baut sich halt einfach dieser gesamte Baum nicht ab, wegen dieses einen. Und jetzt ist ja auch noch diese blöde Axt kaputt. So. Wir haben eine Truhe hier. Jetzt stellen wir mal eine Truhe hier hin, nur mit Holzzeug. Gut. Das haben wir schon mal. Jetzt bauen wir noch... Eine Axt, hier ist eine. Eine Axt, hier ist eine. Vernünftige Axt. So, da ist noch ein zweiter von denen. Das ist schon mal sehr gut. Geht auch was schneller hier mit der Eisenaxt. Bitte sag. Da, sowas meine ich. Seht das? Das finde ich halt einfach sehr ärgerlich. Ich möchte jetzt nicht sagen, das fuckt mich ab, aber finde ich halt einfach sehr ärgerlich, wenn sowas dann passiert, ne? So, jetzt müsste ich aber wirklich alles hier von diesen Bäumen abgebaut haben. Und warum habe ich das nicht eingesammelt?
So. Naja gut, ist ja auch am Ende nicht so dramatisch. Machst du eh nix. Da machst du eh nix. Gut, ein Hühnchen können wir uns auf jeden Fall dann doch nicht holen. Ist keins rausgekommen. Es wäre jetzt auch massiv ärgerlich, wenn hier keine vier Schwarzeichensetzlinge rauskämen. Ne? Aber ich würde sagen, das ist das Problem vom Zukunfts-Ich. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch gerne ein Like, ein Abo, ein Kommentar da. Teilt dieses Video gerne. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich im Moment tatsächlich einfach so völlig planlos bin. Wenn ihr unseren Kanal abonnieren wollt, dann habt ihr jetzt nochmal die Möglichkeit, indem ihr ganz einfach auf den Button klickt, der oben rechts im Video eingeblendet wird. Und wenn ihr ein weiteres Video von unserem Kanal sehen wollt, dann ganz einfach über den Button, der jetzt unten rechts eingeblendet wird. Ich würde sagen, wie immer, bis zur nächsten Woche, bis zum nächsten Video, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Staffel 2. Ciao, ciao.